Das sind ganz besondere Kleider. Sie sind aus Schokolade, zumindest größtenteils. Gezeigt wurden sie jetzt auf der weltgrößten Schokoladenmesse in Köln. Der Salon du Chocolat findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Und auch Moderatorin Sonja Kraus gönnte sich ein süßes Schokoladenkleid. Ich hatte schon sehr viele heiße Kugeln in meinem Leben an, aber das ist definitiv das Leckerste und das Kleid, das am tollsten duftet. Denn man hat die ganze Zeit das Gefühl, man steht vor einem Kochtopf und schmilzt Kuvertüre. So duftet dieses Kleid. Abgesehen davon, dass es mindestens 15 Kilo wird. Wer süß sein will, der muss eben manchmal leiden. Eines dürfte aber klar sein, alltagstauglich sind die Schokokreationen wohl eher nicht. Sie sind eher zum Anbeißen und dahinschmelzen. Ich hatte hier schon gerade so ein bisschen Schokolade kleben, aber da gibt es eine super Methode.